Elena, ist das richtig? Ein sensationelles, wenn auch viel zu kurzes Konzert. Danke. Die Leute sind ja ausgerastet. Du hast den Laden ja gut im Griff. Magst du uns ein bisschen über deine Motivation erzählen, hier aufzutreten heute? Ich wurde tatsächlich auf Instagram im Februar angesprochen. Also es war eine Antwort, ein Reply auf etwas, was ich geteilt habe. Ich glaube, es war ein Video. Und dann stand einfach in der Antwort, hey, du musst unbedingt mal bei uns spielen. Und dann Link, Charity-Konzert, knackt den Krebs. Und ja, dann habe ich mir ein paar Videos angeguckt und habe gesehen, wer alles bei euch auch schon gespielt hat. Und das hat mich inspiriert, weil das ist jetzt seit 4 Jahren gibt es diese Reihe. Und es ist unfassbar, wie viele Künstler hier schon gespielt haben. Das hat mich beeindruckt. Da habe ich nicht lange gezögert. Das ist echt sehr beeindruckend. Gibt es einen Unterschied zu einem normalen Konzert, das kein Charity-Konzert ist, sag ich mal? Oder ist es dir auf der Bühne egal? Also ich fand es irgendwie schön, auch mal mit den, mit den Mitarbeitern zu sprechen. Also das heißt auch mit dem Background mich ein bisschen auseinanderzusetzen. Also was eben Knack den Krebs macht, welche Projekte die betreuen, um einfach zu wissen, wofür ich hier eigentlich spiele. Und ich fand das ganz schön, eben noch 5 Minuten vorher mit der Mitarbeiterin zu sprechen und einfach so mal mitzubekommen, dass zum Beispiel irgendwie Kinder bei Knack den Krebs einen Rap geschrieben haben und darin so verarbeiten, was sie erlebt haben, auch schwere Operationen. Und das hat mich schon irgendwie in dem Moment ein bisschen berührt, so als ich das in dem Flyer gesehen habe. Und insofern freue ich mich umso mehr, dass ich Teil davon sein kann und hier irgendwie mit so einem kleinen Beitrag ein bisschen Geld dafür auch werbe. Also man hört ja ganz viel von der heilenden Kraft der Musik, das ist ja auch irgendein Grund, dass sie das hier machen. Ist das was du auch für dich selber manchmal benutzt so? Also auf diesem Flyer, den ich gerade bekommen habe, steht tatsächlich ganz dick vorne in so großen Lettern, der Trick ist niemals aufzugeben. Und also so ungern ich das natürlich vergleiche mit einer Situation von jemandem, der schwer krank ist, ist es tatsächlich so, dass man als Musiker auch sehr viele Stolpersteine so in den Weg gelegt bekommt. Und ja, von außen mag man das gar nicht so wahrnehmen, aber man erfährt einfach sehr viel Ablehnung, wenn man nicht ganz oben auf dem Peak ist. Also es gibt eine Handvoll Künstler, die in Deutschland sehr, sehr erfolgreich sind. Ich gönne es denen alle. Es ist schwer auf dem Weg nach oben, aber wenn man da nicht ist in dieser Liga, dann hat man hart zu kämpfen so. Und das ist was ich mir auch immer wieder sage tatsächlich. Der Trick ist einfach nicht aufzugeben und das weiterzumachen. Und ich habe das heute total zurückbekommen. Also das Publikum hat mir das 150% zurückgegeben. Aber das Publikum ist wie sonst auch? Oder haben die heute mehr Power, weil die... Ich finde, der Vibe ist ein anderer, ja. Also das ist schon eine andere Stimmung und dass man, ich meine, bei der ersten Nummer von Sebastian haben alle direkt mitgesungen, das erlebt man bei Konzerten nicht. Also ich habe jetzt in der Mercedes-Benz Arena vor 2 Wochen einen kleinen Auftritt gehabt und habe es erlebt, dass ein Künstler da 2 Stunden lang sich das Publikum erspielen muss, weil die Berliner sind halt so ein bisschen, ich weiß es nicht, ob es das Publikum an dem Abend war oder die Berliner generell so, hat man halt wahrscheinlich auch einfach viel Angebot. Ja, die waren so ein bisschen übersättigt und hatten keine Lust und es hat 2 Stunden gedauert, bis er ein bisschen das Eis brechen konnte. Das ging heute echt? Das ging heute so unfassbar schnell, dass es ein bisschen creepy war, ehrlich gesagt. Kurz, letzte Frage, falls ich das fragen darf, hattest du selber schon mal eine persönliche Erfahrung mit einem Krebsleiden irgendwo in der Familie oder im Freundeskreis? Also ich kann mit Glück sagen, dass das zumindest in einer schwerwiegenden Form noch nie der Fall war. Also ich mag mir das gar nicht vorstellen, ehrlich gesagt. Und bei jemandem, wo das Leben gerade erst angefangen hat, mag ich mir das noch weniger vorstellen. Dann lassen wir das auch. Genau, deswegen würde ich einfach sagen, ja, sind wir hier alle da, um das ein bisschen besser zu machen. Und eben, ich weiß nicht, es ist halt vielleicht ein Tropfen auf dem heißen Stein, aber wenn man viel Wasser sammelt, irgendwann ist er kalt. Ich glaube, damit können wir sehr gut Was für ein Super. Vielen, vielen Dank.